gerade mal 15 Jahre. So alt war Jule Niemeyer, als sie zu Hause auszog, um Tennisprofi zu werden. Die heute 20-Jährige arbeitet nach ihrem Abitur 2018 nun intensiv an ihrem Traum. Einfach eine Konstanz reinzubekommen, was Ergebnisse angeht, was das Spielerische angeht. Natürlich sind da immer Kleinigkeiten. Wir haben jetzt ein bisschen an meiner Vorhand technisch gearbeitet. Viel im Fitnessbereich, was die Beinarbeit angeht, im Aufschlag. Also da gibt es immer Kleinigkeiten, die man verbessern kann. Aber ich denke, das Hauptziel ist ja erstmal ein bisschen Konstanz reinzubringen. Ja. Bereits mit 3 Jahren begeisterten ihre Brüder Jule für Tennis, ehe sie aus Dortmund nach Offenbach ging, um ihr Talent gezielt zu fördern. An der Alexander Waske Tennis-Universität trainiert die Rechtshänderin seither ihr Spiel und ihre Stärken. Definitiv schon der Aufschlag, Vorhand auch. Und ja, ich gehe halt sehr gerne ins Netz. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil, vor allem jetzt im Tennis-Damenbereich, weil da sind die meisten fühlen sich halt nicht so wohl am Netz. Und das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich fühle mich sehr wohl und versuche auch schon offensiv zu spielen. Damit hatte sie vor allem in der Jugend Erfolg. Jules gewann 3 namhafte ITF-Turniere und spielte alle Junior Grand Slams. Bei den Damen holte sie sich schon 2 Titel, hatte in ihrer noch jungen Karriere aber auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen, so wie 2019. Für mich ist erstmal das Wichtigste, dass ich so wenig wie möglich verletzt bin, weil das Jahr war für mich persönlich wirklich sehr schwer und deswegen also so lange wie möglich verletzungsfrei spielen und dann ist das für mich erstmal die höchste Priorität. Privat spielt Jule gerne Golf oder guckt Fußball, als Dortmunderin natürlich am liebsten den BVB, wenn nicht gerade Tennis läuft, aber mit anderen Emotionen als auf dem Platz. Privat oder außerhalb des Platzes, da bin ich sehr ruhig. Auf dem Platz kann das dann aber auch mal schnell wechseln, da bin ich schon eher relativ laut und versuche mich einfach zu pushen und trotzdem auch fokussiert zu bleiben. Willensstark, aggressiv von der Grundlinie und jede Menge Ballgefühl. Jule Niemeyer hat das Potenzial, um vorne anzugreifen. Wenn jetzt die letzten Stellschrauben noch passen, sollte das auch klappen.